So, willkommen zurück zu Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Ja, heute zeige ich euch mal, wie das Fahrzeug direkt aussieht. Machen wir mal nicht den Truppführer, sondern gleich mal den Maschinisten, der sich schon weggeben wollte. So gibt es hier die Tür, hier ist die Tür. Sehr schön. Und dann nehmen wir auch gleich mal das Fahrzeug von Mülheim. Mülheim, ja. Stellen gleich mal ein. Dann machen wir es halt doch gleich so. Na? So habe ich es verbuggt. Genau. TF2. Ja, das machen wir doch gleich mal. Und doch schon mein Kollege. Blitzschnell wie er ist. Ui, mit Animation. Nice. Aber bevor wir jetzt zum Einsatz fahren, fahren wir in den Hof, wo wir uns das Auto genauer anschauen. Wo machen wir das? Ich würde sagen, wir machen dies genau hier. So. Stück. Also, ups, bin schon ausgestiegen. Wollte ich gar nicht. Fangen wir innen einfach mal an. Ja, komm. Bist drin. So, hier drinnen sehen wir einerseits das Funkgerät, die beiden Funkgeräte, einmal der Status, da, ja, Status, dann Funkgerät für den EW, für den Truppführer und ein paar weitere Knöpfe, wo ich mich nicht mit auskenne. So, das war schon genug von innen. Also, ich bin nicht bei der Feuerwehr oder ähnliches. Ist ja dann wie das? Ist mir noch nie aufgefallen. Und auf jeden Fall kann man alles öffnen. Und es leuchtet sogar schön. Und wie ich schon mal bereits gesagt habe, kann man wirklich alles rausziehen. Alles, was halt rausziehbar ist, kann man rausziehen. So, so, Schlauch. Kann man das noch aufklappen? Ist nur nichts drin. Pumpe kann man betätigen. Schläuche kann man. Ups, ja doch, richtig. Schläuche kann man rausholen. Ja, auch rausholen? Nee. Das kann man rausziehen. Das sollte eigentlich rausziehbar sein. Das ist ja wieder so ein bisschen buggy. Ups, was hab ich da reingetan? Gut. Rausziehen. Na? Nein? Okay. Und schließen. Genau. Und bevor ich jetzt anfange, das Auto zu zeigen, genau, wollte ich nur mal sagen, dass der Livestream, der eigentlich am Samstag kommen sollte, nicht kommen konnte, da ich leider länger arbeiten musste und von 6:30 Uhr bis 21 Uhr nicht zu Hause war und dann auch keinen Nerv mehr hatte und mich gleich hingelegt habe. Und ja, deswegen kommt jetzt dieses Video früher als gedacht. Fangen wir mal an. Also hier oben seht ihr Sägen. Einerseits so eine Baumsäge und andererseits eine. Oh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Ist aber egal. Eine andere Säge. Dann haben wir den Generator von Hermann. Ein Schaum. Schaumrohr. Mittleres Schaumrohr. Dann haben wir ein Zumischer. Noch ein Zumischer. Wir haben sogar zwei Zumischer. Ja, legen wir mal genau daneben. Genau. So. Das legen wir mal so hin. Na, so soll es aber nicht liegen. Ich möchte, dass es so liegt. Genau. Dann haben wir hier noch einen Schlauch. Womit wir wahrscheinlich die Zumischer. Ne, können wir nicht verbinden. Das sollte eigentlich gehen. Schlauch. Ermöglicht die Förderung von Wasser. Ich habe keine Ahnung, wo oder wie, aber eigentlich müsste es ja mit dem Zumischer klappen. Da machen wir das mal hier rüber. Wenn wir schon zwei davon haben, Zumischer. Mal ein bisschen weiter auseinanderlegen. Also der Zumischer, der, wie man hier lesen kann, zwischen dem Verteiler und dem Stahlrohr angeschlossen, wirklich der Zumischer, das Untermischen des Schaummittels, um Löschschaum zu erzeugen. Das tun wir jetzt einfach mal da daneben legen. Brauchen wir ja nicht.
Und hier steht, am C-Schlauchende angeschlossen, Salt ist für Erzeugung des Löschschaums durch das Löschwasser zugeführte Schaumittel. Also das heißt, hier. Das wird dann da angeschlossen. Dann haben wir hier noch ein Sammelstück. Das kenne ich selber nicht, habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich einfach 2 in 1. Dann haben wir einen Druckminderer. Ich auch einfach mal dazu. Mindert den Druck. Also Regulierung des Drucks im Schlauchsystem. Genau. Wer hätte es gedacht? Dann haben wir einmal ein Hydroschild. Ne? Oh, legen wir das hin. Das legen wir hier hin. Das ist eine Wasserwand, genau. Dass keine Hitze und so weiter kommt. Das haben wir zweimal auf dem Fahrzeug. Können wir eigentlich gleich mal nachher testen, wenn wir einen Verteiler finden. Ich hoffe, es geht dann auch schon, weil manche Sachen gehen ja noch nicht. Was haben wir hier oben? Und dann haben wir noch ein Hohlstrahlrohr. Genau. Das kann man auch löschen. Dann haben wir natürlich einen Feuerlöscher, der noch nicht funktioniert. Den stellen wir mal hier auf die Seite. Eine Axt, die man auch noch nicht benutzen kann. Ich benutze Sachen, legen wir erstmal hier hin, so auf die Seite. Also, soweit ich weiß, kann man das alles schon nutzen hier. Kann auch schon Schlauchsysteme bauen. Hier ein C-Stahlrohr, das können wir dann ablegen, zumindest. Also, eigentlich müsste das da drauf passen. Oh nein, nein, das ist gar nicht. Das muss ja gar nicht drauf passen. Entschuldigung, mein Fehler. Gut, da haben wir alles, soweit ich weiß. Das High Definition Schlauchrohr, Stahlrohr, Entschuldigung. Genau. Haben wir noch einen Feuerlöscher, ein ABC-Feuerlöscher, ABC-Pulver drin. Funktioniert auch noch nicht, das tun wir auch mal darüber. Und das war's auch schon von dieser Seite. Haben wir halt noch das Schnelleingriffsrohr, brauchen wir aber nicht. Oh, ein Kanister mit Schaummittel, genau. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich was. So, das. Da anschließen. Nein, geht nicht. Schade. Ich dachte mir, vielleicht geht das. Vielleicht auch nicht. Was ist das? Vom Hydranten zum Sammelstück. Okay, Moment. Jetzt müsste ich wieder wissen, wo ich Sammelstück hingelegt habe. Ah, okay. Haben wir noch einen Kanister mit Schaum? Schauen wir einfach mal dazu. So. Und ich versuche jetzt gleich mal irgendwas zu basteln damit. Vielleicht klappt es ja schon. Der C. E. Kann ich das irgendwo anschließen? Hm? Hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Nur an den. Na? Oh. Hat funktioniert. Jetzt machen wir das auch nochmal weg. Weil wir es gerade nicht brauchen. Jetzt legen wir das mal dazu. Haben wir hier Hydranten? Ne, haben wir nicht. Haben wir da hinten irgendwo Hydranten? Das können wir ja gleich mal schauen. Wir müssten nämlich auch genau den Hydranten rausbekommen, das Standrohr. Gut, jetzt bin ich leider zu faul, das wieder einzupacken. Aber machen wir nachher. Genau, den Hydrantenschlüssel, den können wir wahrscheinlich auch noch nicht benutzen. Ich weiß leider nicht, wo hier ein Hydrant sein soll. Schlecht. Legen wir mal dazu. Dann haben wir einmal das Standrohr, was dann in den Hydranten, also da, wo der Hydrant sein soll, eigentlich Hydrant. Doch, nein, doch, doch, nein, ach, keine Ahnung. Unterflur haben wir ja auch nicht.
Ja, bei Unterfluorhydranten nutzt man das. Dann nutzt man dieses Ding hier. Da haben wir halt noch die gewissen Schläuche, C-Schläuche halt. Haben wir als Tragekorb auch nochmal. Ja, hier noch Rettungszylinder. Den nutzt man. Du, das ist eine gute Frage. Müssen wir jetzt aber nicht alle rausholen. Stau das hier ewig. Ja, Hütchen haben wir. Ach, was ich testen wollte. Ich vor lauter. Genau. Wahrscheinlich kann man die dann da draufsetzen, oder? Ja? Nein. Hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Auf jeden Fall haben wir dann hier noch gewisse Dinge, die wir nutzen können. Warndreieck. Ui. Ein Warndreieck. Feuerwehr, cool. Was haben wir hier? Wärmebildkamera. Nicht dein Ernst. Okay, die Wärmebildkamera funktioniert noch nicht. Dann haben wir hier noch einen Hammer. Was ist das denn? Ne. Brecheisen. Halligantunnel als Wegwerkzeug über. Okay, auf meiner Tür. Und halt ein Bolzenschneider, den man auch noch nicht nutzen kann. Ja, und halt PA. PA, sag ich schon. Atemschutzmaske. Und dann schalte ich mal ganz kurz das Spiel neu. So. Und wir bauen uns mal so ein Schlauchdingens auf. Schlauchsystem. Wenn ich es hinkriege. Und wie schon gesagt, Livestream über Mirror's Edge wird noch kommen. Je nachdem, oder ein Video eher gesagt jetzt, weil der Livestream jetzt schon nicht mehr umsetzbar ist für längere Zeit. Nächste Woche wird auch erstmal kein Video kommen, da ich wieder weg muss auf Fortbildung. Und das ein wenig dauert und ich nichts aufgenommen habe, ich Depp. Und deswegen kommt auch nichts. Jetzt mache ich mal einen ganz kurzen Cut. So, ich habe jetzt vergeblich versucht, einen Hydranten zu finden, habe es nicht gefunden. Immer bin ich zu blöd, habe es einfach nicht gesehen. Das werde ich also dann nochmal in einem nächsten Video zeigen, wenn eine weitere Demo draußen ist, beziehungsweise das Schlauchsystem offiziell freigegeben wurde, da es ja gerade eigentlich nur mit dem Schnellangriffsrohr gemacht werden sollte. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt auf jeden Fall. Es tut mir leid, dass ich das nicht jetzt zeigen konnte, aber ich hoffe, das kurze Video, was alles drin ist, hat euch geholfen. Und hat euch einen Einblick zeigen können, wie es laufen wird, was alles machbar ist und alles drum und dran. Und dann verabschiede ich mich jetzt. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.